Servus und herzlich willkommen, weiter geht's mit Supercross, die Karriere unseres Rookies. Wir gehen direkt rein, 250 Weston spielen wir, 125 Punkte, wir haben bis jetzt alle Rennen gewonnen, wir sind jetzt beim sechsten Event und zwar stehen wir hier, wir machen wieder auf Amateur. Ich wage es, mich bald mal auf Profi zu stellen, aber noch nicht heute, Freunde, noch nicht heute. Ich habe noch, vielleicht kann ich das auch daran festmachen, wenn ich mal wirklich irgendwie Real-Life-Erfahrungen sammeln sollte mit dem Ganzen, dann kann ich auf Profi stellen. Bis jetzt fühle ich mich noch wirklich als ein, kein Anfänger, aber Amateur. Also ich weiß jetzt so ein bisschen ungefähr, was abgeht. Schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir fahren immer neue Strecken jetzt. Dallas ist es jetzt. Wir können die Strecke leider vorher nicht fahren. Ist ein bisschen schade. Aber was soll man machen? Können wir jetzt auch nicht ändern. Wir stehen ganz außen. Schauen wir mal, was es sagt. Und wo ist der Gate Drop? Let's go. Go, oh, oh. Nicht so geiler Start. Dieses Mal nicht den Hold Shot bekommen, so wie in der letzten Folge. Oh. Da landen wir auf dem Huckel. Oi. Boah, da geht's aber ganz schön weit und da lehnen wir uns auch weit zurück. Da hätte ich fast gesagt, wir legen uns auf die Fresse. Der Kollege kann sich auch mal schleichen da vorne. Boah, wenn man dann da immer so weit hüpft und so weit in die Kurve noch rein, ist auch nicht immer so geil. Das war jetzt auch nicht so gut. Eieiei, wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Strecke reinkommen. So, hier jetzt die Kurve, jetzt aber darüber, jawohl, das war in Ordnung. Das war ein bisschen, ups, vorne drüber gelegt, shit. Bisschen weniger Gas, jetzt sind wir auch auf dem zweiten Platz und hier, jetzt mal in die Whoops rein. Schön, da müssen wir uns schon ganz weit nach hinten lehnen. Jawohl, das hat funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Boah, da hüpfen wir aber richtig raus. Heieiei, stressig, sehr, sehr stressige Strecke. Das war jetzt mal ganz gut. Das war wieder, ja, ganz in Ordnung. So semi-geil eher. Das war in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Haben wir auch direkt wieder 3 Sekunden Vorsprung. Das war auch ganz gut. Ja, so. So muss ich sagen, gefällt mir das Ganze schon ein bisschen besser. Und da haben wir auch gleich. Boah. Die erste Runde geschafft. Boah, stressig, 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 Leute, das sage ich euch. Hier, glaube ich, muss man dann immer ein bisschen langsamer fahren. Den haben wir jetzt auch, boah, richtig reingestaucht. Oh, auf den Packs da gelandet. Hopp, springen, kleiner Mann. Und wieder ein Sprung, jawohl, das sieht jetzt schon besser aus. Wow, voll auf dem Vorderrad gelandet, heieiei, nicht so gut. Und komm, jawohl, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Hier müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen weiter, ja, so in der Richtung. Und hopp. Ja, das sieht doch fein aus. Ui, jawohl, so. Nach hinten lehnen. Nicht zu weit, hieß es immer. Sonst kippen wir hinten rüber. Oh, wir legen uns heute ziemlich oft auf die Fresse, habe ich das Gefühl. Habe ich nicht nur das Gefühl, das weiß ich ja sogar. Das war jetzt auch nicht so gut. Ich sehe es ja immer. Und hopp. Und hopp. Oh, schön in der Schräge landen ist auch nicht immer so optimal. Hau. Schöner Sprung hier. Schön weit raus und jetzt die Kurve. Und hopp. Jawohl, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wie weit sind wir vorne? 12 Sekunden. Oh, so einen kleinen Ansatz von einem Whip, glaube ich, habe ich da gesehen. Und hopp. Oh. Bisschen zu kurz hier der Zielsprung. Oh ja. Das, ja. Kann man so fahren, würde ich sagen. Und hopp. Boah, sehr weit gesprungen hier. Ich glaube, das wäre auch tödlich in echt, wenn man da mitten auf der Geraden quasi landet. Ups, hopp. Uiuiuiui. Und hopp. Jawohl. So gefällt mir das Ganze schon viel, viel besser. Das ist immer,
Man braucht wirklich, die erste Runde braucht man so ein bisschen. Das sieht jetzt hier wieder nicht so geil aus. Aber die erste Runde ist immer so, wow, ich weiß überhaupt nicht, was bei der Strecke überhaupt abgeht. Boah, viel zu hart hier reingegangen in die Kurve. Jawohl, ein bisschen zu kurz hier. Aber in Ordnung, würde ich sagen. Und hopp. Oh. Wo war ich vorhin stehen geblieben? Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Das weiß ich wieder nicht mehr, weil ich mich so aufs Rennen konzentriere. Boah. Und hopp. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ein bisschen zu weit hier. Wieder, ups. Das Problem ist, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Hier mit der Strecke. Wir fahren halt immer Strecken, die wir nicht kennen. Also wie sollen wir das machen? So, man hat ja, habe ich jetzt bei den, ich verfolge ja jetzt ziemlich krass hier Supercross, ups, die ja gerade läuft. Die zweite Runde war ja am Wochenende in Phoenix, Arizona. Und da haben die auch immer, die haben vorher so eine Trainingsstunde und können sich da den Parcours gut angucken und alles und auch fahren. Und das habe ich ja hier jetzt alles leider gar nicht. Also ich komme ja so, ich weiß gar nicht, wie die Strecke ist. Ich sehe vorher kurz die Strecke auf der Karte quasi. Und dann war es das auch schon wieder. Mehr sehe ich gar nicht davon. Ich kann die vorher nicht einmal fahren. Bei den ersten Strecken war das noch anders. Die waren noch frei, die waren schon freigeschalten. Und dann konnte ich die alle fahren. Und jetzt fahre ich hier die ganzen Strecken und weiß überhaupt nicht, was da abgeht. Ja, ich würde sagen, die Whoops bin ich ganz gut gefahren, außer das Ende. Das war nicht so geil. Wow. Chill. Nicht so ausrasten hier direkt und direkt wieder vorne drüber legen. Das wollen wir ja nicht. Fahren wir mal den Teil hier, mal schauen, ob der besser ist. Ja, kann man auch mal machen, ne? Aber der war hier wieder nicht so geil. Egal, ist auch in Ordnung. Sind wir auch ganz gut gefahren. Hauptsache, wir legen uns nicht auf die Schnauze. Das ist doch schon ganz gut. Ja, das gefällt mir hier. So gefällt mir das. Hier den Sprung. Hier den Sprung. Hier müssen wir jetzt nicht so weit springen, weil dann haben wir da den Zielsprung. Und da ist auch schon wieder die letzte Runde. Und hier hätte ich zum Beispiel mal wieder einen Whip machen können. Den haben wir ja in der letzten Folge auch ganz gut hinbekommen. Einmal, glaube ich. Oder zweimal sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Boah, jetzt gib nochmal Gas hier. Die letzte Runde müssen wir nochmal ein bisschen besser fahren. Das gefällt mir. Und das hier wieder nicht so geil. Ups, fast vorne drüber gelegt. Da könnte man auch mal bremsen. Aber wer bremst, verliert, heißt ja auch immer. Deswegen lassen wir das einfach. Wow. Oh, das war doch jetzt mal ganz in Ordnung. Also da hätte ich echt gesagt, ups, fast vorne wieder rübergelegt. Jetzt müssen wir hier eine andere Spur wählen, dass wir den Jungs da nicht in die Quere kommen. Das war doch gut. Und hopp. Wow, ein bisschen. Wow, dieser Whip. Crazy. Fängt auch direkt die Mucke an hier. Oh. Da ist aber noch gut gegangen. War das kein Whip? Wahrscheinlich zu wenig für einen erfolgreichen Whip. Aber wir bekommen es langsam hin mit dem Whip-Boy. Also wir wissen langsam, was wir zu tun haben. Und da ist auch schon der Zielsprung. Whip 180. Eine Minute fast Vorsprung. Also wir müssen anscheinend wirklich in der nächsten Folge, Leute, muss ich das mal nochmal hochschrauben. Wir haben jetzt eine Minute, glaube ich, Vorsprung gehabt. 56 Sekunden. MSR Elite Stiefel und die MSR Schutzbrille haben wir. So, Dallas haben wir jetzt freigeschalten. Ja, 56 Sekunden Vorsprung vom zweiten. Da muss man schon sagen, das war jetzt auch... Ich bin echt gut gefahren, würde ich sagen, am Ende. Also, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Cooper Webb, wir haben jetzt 19 Punkte Vorsprung. Dann stelle ich auf jeden Fall in der nächsten Folge mal auf Profi und schaue mir dann mal an, wie das so läuft und was die anderen Kollegen dann so drauf haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Mensch, wie der heißt. Rookie ist am Start und zockt die ganzen Gegner ab. Bis dann, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.